Einen schönen guten Abend zu Ihrem Journal am Freitag. Noch einmal Nachrichten bei uns aus der Region. Und wir starten auch mit einem guten Thema, und zwar guten Nachrichten für die Automobilindustrie. Und außerdem haben wir noch folgende Themen für Sie. Neue Heimat, wie ein syrischer Flüchtling sich im Allgäu durchschlägt. Außerdem Heldenländle Teil 2 unseres Porträts von Georg Unterreiner, der seiner schweren Krankheit erfolgreich trotzt. Und mild und klar, der Dezember startet mit ein paar Sonnenstunden. Jedes Jahr lädt die Kreissparkasse Tuttlingen einen hochkarätigen Redner zum Wirtschaftsforum ein. In diesem Jahr, zur 31. Auflage des Wirtschaftsforums, war das Peter Schwarzenbauer. Er ist Mitglied des Vorstands von BMW. Und warum ausgerechnet er sich eine Zukunft mit weniger Autos wünscht, das weiß Franziska Ehrenfeld aus unserem Studio in Tuttlingen. Sie war gestern Abend für uns dabei. Das 31. Sparkassenwirtschaftsforum in der Tuttlinger Stadthalle. Peter Schwarzenbauer vertritt Harald Krüger, den Vorstandsvorsitzenden der BMW AG. Der stellt nämlich in Los Angeles gerade dieses Fahrzeug vor. Im Jahr 2021 soll es seine Insassen selbstständig von A nach B fahren. Autonomes Fahren, auch in Tuttlingen ein großes Thema. Wir werden Städte erleben, da gibt es keine Ampeln mehr, keine Schilder mehr, keine parkenden Autos mehr. Und wir werden wirklich wieder mobil in der Stadt sein und nicht wie heute, wo wir doch größtenteils im Stau stehen. Wenn sich viele Passagiere ein Auto teilen, werden die Fahrzeuge weitaus mehr ausgelastet sein als heute. Der Verschleiß steigt. Das rechnet sich für die Hersteller. Die Autos sollen aber nicht nur autonom, sondern auch möglichst emissionsfrei fahren. Manch einer sieht darin eine Gefahr für mittelständische Zulieferer von Verbrennungsmotoren. Schwarzenbauer wünscht sich dort mehr Mut. Also diese Innovationskraft, die in unserem Land steckt, gerade im Mittelstand, da fehlt mir manchmal so ein bisschen der Wille, jetzt auch anzugreifen. Wir sind schon sehr immer an dem Punkt angekommen in Deutschland, wo wir über alles erstmal diskutieren und alles in Frage stellen. Und Deutschland wurde groß durch Pionierleistung und die brauchen wir jetzt wieder. Landrat Stefan Bär ist für die Region rund um Tuttlingen unbesorgt. Diese Beschreibung, dass unsere Gesellschaft vielleicht sich an zu vieles automatisch gewöhnt hat, das hat da denn eher einen Punkt getroffen, einen Nerv getroffen. Aber ich mache mir eigentlich keine Sorgen um die Struktur hier im Landkreis. Wir wissen ja auch über die Kreissparkasse, dass viele Unternehmen, die man generell immer noch so als Automobilzulieferer betrachtet, dass die eigentlich wesentlich breiter aufgestellt sind auf dem Kundenstamm her. Und gute Betriebe zeichnet eben aus, dass sie sich rechtzeitig auf diesen Wandel vorbereiten, sich ihm stellen und ihn eben auch erfolgreich bewältigen. Noch ist jedenfalls genug Zeit. Autos, die vollautonom fahren, also ohne dass eine Person hinter dem Lenkrad sitzt, erwartet Schwarzenbauer erst weit nach 2030. Es bleibt also spannend für die Automobilbranche und zumindest Peter Schwarzenbauer sieht mehr Licht als Schatten in der Zukunft. Wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt die Kripo gegen einen 31-Jährigen, der heute Nacht in Weingarten auf seine ein Jahr ältere Freundin eingestochen hat. Die schwer verletzte Frau kam ins Krankenhaus und ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Der Beschuldigte wurde heute dem Haftrichter am Amtsgericht in Ravensburg vorgeführt. Und damit kommen wir zu den Kurznachrichten des Tages. Frontalzusammenstoß. Am Donnerstag kam es auf der B465 bei Leutkirch zu einem schweren Unfall. Ein 19-Jähriger überholte zwischen Diepoldshofen und Reichenhofen einen LKW. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 49-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Die beiden Autofahrer und ein Beifahrer des 49-Jährigen wurden leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B465 war zeitweise voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt rund 45.000 Euro. Award für Simon. Der von Airbus im Auftrag der Deutschen Raumfahrtagentur gebaute Technologiedemonstrator Simon hat eine Auszeichnung bekommen. Das US-amerikanische Wissenschaftsmagazin Popular Science zeichnete ihn mit dem Best of What's New Award aus. Das teilte Airbus in einer Pressemitteilung mit. Simon ist derzeit mit Astronaut Alexander Gerst im All unterwegs. Am 15. November hatte er seinen ersten 90-minütigen Weltraumeinsatz an Bord der ISS erfolgreich absolviert. Der Gemeinderat Friedrichshafen und zuvor sein Finanz- und Verwaltungsausschuss haben in den kommenden Sitzungen über die künftige Finanzierung der Zeppelin-Universität zu beraten und zu beschließen. Die Uni braucht mehr Geld. Spätestens ab 2021, weil in den beiden Jahren vorher noch Rücklagen verbraucht werden können. Die Stadtverwaltung hat dazu gemeinsam mit der Zeppelin-Universität einen Plan entwickelt.
Die Sitzung des FVA findet am 3. Dezember und die des Rates am 17. Dezember statt. Beide sind öffentlich. Nach Sanierungsarbeiten in den vergangenen 3 Wochen sind der Sänger- und Rathaussteg am Freitag wieder geöffnet worden. Tragende Teile der Brücken waren morsch geworden. Diese wurden nun durch neues Holz ersetzt. Doch das ist keine Dauerlösung. Die Stadt plant, die Brücken 2019 und 2020 neu zu bauen. Kostenpunkt 3,6 Millionen Euro. Immer noch gesperrt ist die Koppenlandbrücke. Wir sind zurück im Journal und wir machen weiter mit Ferhat Yavish. Der wollte in seiner Heimat Syrien eigentlich Medizin studieren. Doch dann kam der Krieg. Er verlässt Syrien, arbeitet zunächst im Irak und kommt schließlich über die Türkei zu uns nach Deutschland. Heute lebt er in einer WG in Amzell im Landkreis Ravensburg und macht eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Im Gespräch mit Alena Ehrlich und Marlene Gemp erzählt er von seinen Erinnerungen, seinen Wünschen, Zielen und dem Traum, vielleicht doch irgendwann noch einmal Medizin zu studieren. Mein Name ist Ferhat Yavish, bin 25 Jahre alt, komme aus Syrien. Ich bin in der Stadt Aleppo aufgewachsen, aber ich komme ursprünglich aus Afrin. Hab 5 Geschwister. Meine Mutter also hat viele Sorgen. Also die denkt immer an die Kinder, also die sind draußen. Wir sind 3, also weg seit ungefähr 5 Jahren. Und sie macht sich immer viele Sorgen, wenn sie uns nicht hört oder unsere Nachrichten, wenn sie alles nicht mitbekommt, dann ist es ein bisschen schwierig für die Mama. Ich wollte eigentlich Medizin studieren, das war mein Plan. Und dann habe ich mein Abitur, aber das Problem war, das Examen oder die Prüfungen, die Abschlussprüfungen waren im Krieg. Wir waren in der Halle, wir waren am Schreiben und draußen haben die Leute gekämpft. Deshalb hatte ich ein bisschen weniger Durchschnitt und konnte nicht Medizin studieren, aber ich habe mich trotzdem an der Uni angemeldet. Weil als Student darf man nicht Militärdienst machen. Letztendlich habe ich mir überlegt, okay, ich gehe weg und ich probiere woanders. Am Anfang war ein bisschen schwierig, ja, natürlich ganz andere Sprache, ja, andere Kultur und wir mussten uns ein bisschen anstrengen, bis wir halt ein bisschen in die Gesellschaft gekommen sind. Als wir nach Amzell umgezogen sind, dann kamen gleich die Leute und einer war die Frau Meier. Wir wohnen jetzt alle 3 zusammen hier, die sind Deutsche und ich bin Syrer, die sind Christen, ich bin Muslime. Aber wir wohnen trotzdem zusammen, ganz friedlich und wir essen zusammen und wir feiern zusammen. Und nachdem ich meine Aufenthaltserlaubnis bekommen habe, dann durfte ich den Sprachkurs besuchen. Ich habe mein Abiturzeugnis hier anerkennen lassen in Stuttgart und das wurde schon anerkannt, aber mit Durchschnitt 1,8 und das ist ein bisschen schwieriger, um Medizin zu studieren. Die beste Möglichkeit war, dass ich als Krankenpfleger anfange und dann schauen wir mal, wie ich weitergehen kann. Ich glaube, irgendeinen Beruf muss ich beherrschen. Wenn ich eines Tages nach Syrien gehen will oder muss, es bleibt immer die Heimat und muss man irgendwann zurückgehen. Aber die Frage ist, wann? Ich habe viele Freunde auch verloren, ja, im Krieg. Manche sind gestorben, manche, ich weiß nicht, überhaupt nicht, wo die sind jetzt. Wir wünschen halt, dass es irgendwann, dass die Leute in Ruhe leben können. Weit weg von Bomben und Raketen. Das ist halt die einzige Sorge jetzt. Wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen, dass es mit dem Medizinstudium vielleicht doch noch irgendwann klappt.
Der Testturm für Hochgeschwindigkeitsaufzüge in Rottweil wird seit der Grundsteinlegung mit Superlativen überhäuft. Und jetzt kommt noch eine neue hinzu. Am kommenden Dienstag wird der Deutsche Ingenieursbaupreis vergeben. Die Besucherplattform hat mit dazu beigetragen, dass der Turm die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung erhält. Denn die Begründung der Jury lautet, das Siegerobjekt zeichnet sich dadurch aus, dass es innovative Ingenieursbaukunst auch der Öffentlichkeit zugänglich macht. Kirche soll im April wieder eröffnen. Die bei einem Brand schwer beschädigte St. Jodokskirche in Ravensburg kann voraussichtlich im April 2019 wieder eröffnet werden. Die Brandsanierung des Gebäudes ist nach Angaben des zuständigen Pfarrers Hermann Riedle abgeschlossen. Jetzt wird der Kirchenraum noch umgestaltet. Diese Pläne gab es schon vor dem Brand. Zu dem Feuer war es durch Brandstiftung gekommen. Das Landgericht Ravensburg hat im September einen Mann zu 7 Jahren und 2 Monaten Haft verurteilt. Der Schuldspruch ist allerdings nicht rechtskräftig. Der Angeklagte hat gegen das Urteil Revision eingelegt, wie das Landgericht mitteilte. Der Baugesuch für den Bürgersaalneubau in Altshausen im Kreis Ravensburg nimmt Formen an. Der Gemeinderat hat neben Details zur Gestaltung auch beschlossen, dass ein Fußweg zum Einkaufsmarkt erhalten bleiben soll. Als nächstes wird über das Außengelände entschieden. Mehr als 3 Millionen Euro kostet der Saal mit fast 300 Sitzplätzen. Parken per App. Auf allen städtischen Parkplätzen können Besucher nun als Alternative zum klassischen Parkschein auch per Handy parken bezahlen. Über die sogenannte EasyPark-App lässt sich die Parkdauer auch von unterwegs verlängern oder vorzeitig abbrechen. Abgerechnet wird der Preis minutengenau. Auch per SMS oder Anruf lässt sich der Parkvorgang starten. Jeweils 15% der Parkgebühr wird als Serviceentgelt berechnet. Auf großen Schildern an den Parkautomaten in der Stadt wird auf die neue Parkoption aufmerksam gemacht. Dennoch ist auch klassisches Bezahlen mit Bargeld und einem Parkschein weiterhin möglich. EasyPark ist bereits in rund 130 deutschen Städten vertreten. Jeder von uns träumt ja von großen Dingen, die er in seinem Leben noch erreichen will. Wenn das Studium beendet ist, wenn die Kinder groß sind, wenn das Haus abbezahlt ist. Aber das Leben ist zu kurz für irgendwann. Denn was machst du, wenn dein letzter Tag schon gestern war? Der Allgäuer Gerhard Koko Unterreiner muss sich dieser Frage stellen, nachdem er im Juni 2017 die Diagnose Hirntumor Stadium 4 erhielt und ihm die Ärzte noch genau 3 Monate zu leben gaben. Am Mittwoch haben wir Ihnen Koko bereits vorgestellt. Heute zeigen wir Ihnen Teil 2 aus unserer Reihe Heldenländle. Dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Ich weiß nicht, ob sie gleich MRT gemacht haben. Auf jeden Fall hatten sie gleich mal bei Zeit heraus, dass das ein Tumor ist. Zuerst glaubst du es gar nicht. Dann habe ich zu denen gesagt, das kann nicht sein. Ich bin vorhin noch, habe ich noch Autos repariert. Und jetzt soll ich todkrank sein? Das gibt es ja gar nicht. Das Erste war, wenn man es nicht operiert, habe ich nur 3 Monate. Ich habe mich in mich reingehorcht und mir gedacht, 3 Monate tot? Nee, das kann nicht sein. Dann habe ich zuerst mal zu der Ärztin gesagt, was tun wir jetzt? Und dann hat sie gesagt, ich soll liegen bleiben. Ich sage, das ist doch jetzt das Richtige. Ich will auf, ich will was machen, ich will was machen, ich will was tun. Und da ist das natürlich dann schon eine bittere Sache. Du kommst dann zu anderen Ärzten und die erzählt dir jeder, was du nicht machen kannst. Du darfst keinen Sport machen, du darfst nicht spazieren gehen, du sollst mit dem Hund nichts machen, du darfst alleine gar nichts machen. Dann sage ich, was soll denn das? Ich habe Hunde, ich will meinen Sport machen. Nee, geht nicht. Du sitzt eh schon in einem Loch drunter, 5 Meter unter dem Boden und jeder Arzt kommt und macht dir. Jeder erzählt dir, du hast den, das und das geht nicht. Und dann kommt die Diagnose von dem Tumor, was sie da rausgeschnitten haben, dass du einen 4er hast, also der gar nicht heilbar ist. Irgendwann denkst du, was soll das? Wann könnt ihr mal was Positives sagen? Das, was ihr mir jetzt erzählt, das habt ihr mir jetzt schon 100 Mal erzählt. Das interessiert mich. Und dann irgendwann schaltet der Körper um. Da denkst du, was kann ich machen? Das war alles, was man mir gesagt hat, ist alles negativ. Was machst du? Meine Frau hat sich erkundigt, meine Tochter Marina hat sich erkundigt
mein Spätzl, der Thomas, der hat gesagt, wenn du irgendwas brauchst, ich habe immer für die Zeit, sind wir, die sind da, die waren alle da. Das waren meine engsten Freunde und da siehst du dann das richtig, was die engen Freunde sind. Nicht die, die kommen, weil sie was wollen. Ja. Ja, es ist so. Es ist einfach, die meisten kommen nur, weil sie was wollen. Und die engen, die kommen, wenn es dir mal richtig schlecht geht. Da weißt du, was für Leute hast. Die haben sich die anmerken lassen, dass es schlecht ist. Ja, wo sich jeder gewusst hat. Dann sind wir auf Günzburg, da war ein Arzt dran und hat dann erklärt, kann man nicht heilen, es geht einfach nicht, aber mach, was du dir denkst. Du merkst ja, wenn es dir schlecht geht, dann du langsam. Und das habe ich dann gemacht und seitdem geht es mir Bombe. Das ist immer in meinem Hinterkopf gewesen, meine Hunde, die müssen laufen. Ja? Und ich kann euch nur raten, sich selber nicht aufgeben. Wie gesagt, immer wieder schön, so was zu sehen, liebe Zuschauer. Deswegen liebe ich diesen Sport. Wenn ich halt so einen Husky hau, der will halt laufen. Der freut sich, wenn es Winter wird. Ja, da blüht der auf. Da fängt der zum Singen an. Also das Gejaule, ich sag der Singen dazu. Das freut den einfach. Man muss sich das so vorstellen, du fährst aus dem Start raus und dann ist leise. Dann hörst du nur noch die Kufen über dem Schnee sausen, die Hunde keuchen und die Pfoten hauen ja den Schnee hoch, die haut's, du fährst mit Brille, die haut die Eiskristalle ins Gesicht und die Hunde laufen, auch wenn es bergauf geht, die laufen mit 30 km/h, 25 km/h die Berge hoch. Wenn sie unter 20 km/h laufen, läuft man mit. Und das Gefühl, ich weiß nicht, wer das noch nie gemacht hat, kann sich das nicht vorstellen. Das ist einfach frei, du fährst durch den Schnee durch, du bist alleine, es ist keiner da. Und am schönsten ist, wenn es frisch geschneit hat, unter den so viel Neuschnee und du ziehst da mit deinem Hund durch. Ziehst deine eigenen Spuren, es ist gigantisch. Die Prognose ist nach wie vor, der Tumor wächst innerhalb von 3 Monaten. Bis jetzt, toi toi toi, ist alles gut, man sieht überhaupt nichts. Das Wichtigste, was mir wäre, ob ich es erreiche, weiß ich, dass meine Gesundheit mir voll da ist. Dass alles gut wird wieder, was ich möchte. Das wäre viel, aber was geht, ist halt ein bisschen weniger. Schauen wir mal, was alles so kommt. Eine neue Folge Heldenländle sehen Sie am Freitag 18.30 Uhr bei Regio TV Bodensee. Das Wochenende steht bevor, das heißt, es wird natürlich wieder sportlich in der Region. Was so alles ansteht, das erfahren Sie bei uns im Kurzsport. Die C-Jugendmannschaft der TSG Eiling trat zum ersten Mal beim Landesfinale der Mannschaften an. Die erfolgreiche Qualifikation erreichte die Mannschaft Ende Oktober im Bezirksfinale in Staubenhardt. Das Mannschaftslandesfinale fand in Leonberg statt. An den Paradedisziplinen Boden und Balken lief es für die Eilinger Turner alles reibungslos. Julia Abt bekam am Balken die höchste Tageswertung und Lorena Schnippe gelang mit ihrer Gesamtwertung des Tages an allen 4 Geräten unter die 8 besten Einzelturnerinnen.
Durch ein paar kleine Fehler am Sprung- und Stufenbahn verlor die Mannschaft jedoch wertvolle Punkte. Dadurch verpassten die Mädchen knapp das Podest. Kampf um die Meisterschaft. Trotz der ersten Niederlage der Saison hat sich die Lage für die KG Beinfurt Ravensburg-Vogt nicht geändert. Zwar hat die KG beim TSV Ehningen mit 12:16 verloren, doch mit einem Sieg zu Hause gegen den RSV Benningen am Samstag könnten sich die Oberschwaben die Meisterschaft und den Aufstieg sichern. Kaum zu glauben, wo das Jahr wieder hingegangen ist. Morgen ist schon der 1. Dezember und der startet, laut Paul Heger, mit ganz guten Aussichten. Hier kommt sein Wochenendwetter. Schönen guten Abend, ich grüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Wir gehen jetzt langsam in Richtung Winter, zumindest den meteorologischen Winter. Der beginnt ja mit dem 1. Dezember. Ja, aber das Wetter, das macht eher auf Frühling und das hängt zusammen mit mehreren Tiefdruckgebieten, die hier vom Nordatlantik knapp an uns vorbeiziehen und südlich davon bringen sie mit viel Wind sehr milde Luft zu uns nach Deutschland und besonders auch nach Baden-Württemberg. Da gibt es am Samstag anfangs hier und da mal noch ein paar sonnige Phasen, nicht sehr viel. Später wird es von Westen trüber, da gibt es dann vor allem Richtung Abend auch schon mal die ersten Regentropfen. Dafür hier aber am mildesten mit bis zu 10 Grad in den anderen Regionen, jetzt aber auch nicht wirklich kalt. Und Vorsicht, am Abend wird es dann auf den Gipfeln von Schwarzwald und Alb langsam stürmischer. Nicht ganz so stürmisch, aber umso sonniger ist es am Bodensee. Da wird es dann vor allem zum Nachmittag richtig schön und die Temperaturen gehen hier hoch bis auf 9 Grad. Auf der Bar sind es ungefähr um die 7. Da wird es aber auch dann in den nächsten Tagen deutlich milder. Bis zu 14 Grad sind am Bodensee drin. Es gibt immer wieder einige Niederschläge dann auch bis zum Anfang der Woche. Dazu sehr viel Wind. Da kann es wirklich richtig stürmisch auch selbst in den Niederungen werden. Dementsprechend innere Unruhe. Erst ab Mitte der Woche wird es langsam etwas ruhiger, obwohl selbst hier noch unklar ist, wie viel Sonnenschein dabei ist, wie viel Regen und wie viel Sturm. Das war's von Paul Heger und von mir für diese Woche. Nächste Woche meldet sich an dieser Stelle wieder Svenja Dunker. Ich sage tschüss, ein schönes Wochenende und genießen Sie die paar Sonnenstunden, die es hier angeblich geben wird. Bis bald.